So, wieder rein ins Game. Wir schuften weiter, Aufgaben warten auf uns. Wir müssen das erledigen. Was machen wir? Hier ist erstmal wieder irgendeine Dings. Kann das sein? Eine Prüfung? Merlin! Ja, das machen wir noch schnell, wenn wir schon immer hier sind. Rebellion. Ah, mit der Kugel. Wo muss die Kugel hin? Können wir auf jeden Fall schon mal das machen hier. Wo muss die Murmel hin? Hä? Muss man die einfach... Dass wir die einfach hier drauf tun müssen, ist nee. Nee, das wäre Quatsch. Das wäre Quatsch hier unten irgendwo. Rebellion. Dort unten, kann es sein? Da bist du ja. Befindung. Entzündung. Die Himmel sollte Magie wirken sehen. Junge. Entzündung. Du bist die Befindung. Ich werde nicht ruhen, bis du zufrieden bist. Rebellion. Das ist unten, hä? Muss man das Beste drunter zerren, die Scheiße? Das sollte ich untersuchen. Und die einfach mal hier runterrollen. Rebellion. Ja. Ringardium Leviosa.
Wingardium Leviosa. Merlins Prüfungen kriegen sich klein. Schön. Bam. Machen wir das gleich. Wir könnten aber erstmal die Gespräche hier, sprich mit Poppy. Machen wir erstmal. Machen wir Poppy als erstes. Mein Glück, dir geht's gut. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Aber es ist doch alles in Ordnung. Ja. Ja. Wenn es deiner Oma gut geht und sie das Ei nicht haben, ist vielleicht alles halb so wild. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Steht im Tagebuch, wo die Schnatzer sind? Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Was ist ein Schnatzer? Warum sollten Sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als Sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Was ist ein Schnatzer? Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass du dieses Tierwesen finden willst. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Hey, Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen!
Zentauren sind nicht gerade für ihre Freundlichkeit bekannt. Schon gar nicht gegenüber Zauberern. Und gerade jetzt nicht. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Los! Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Na toll. Gut. Dann gehen wir jetzt mal... Nee, das will ich nicht machen. Das will ich auch nicht machen. Wir machen das erstmal. Das kann ja gar nicht weit weg sein eigentlich, oder? Ja. Da können wir nochmal ein bisschen... Talentpunkt können wir nochmal einlösen. Raum der Wünsche haben wir noch wenig. Müll. Ist eigentlich alles Müll. Ah, das ist nicht schlecht. Das machen wir. Gut. Muss da in die Schule erst rein hier, oder? Scheinbar nicht. Oh ja. Das Weihnachtsbaum. Rebellion. Falsch. Mein Lieblingsprofessor ist Alec. Es ist nicht nur immer gut gelaufen. Weil Weihnachtsbäume jetzt ja cool. Was ist hier? Das ist aber auch weit.
Willkommen zurück. Ah. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Ja, toll. Wo ist denn der? Ah, jetzt. Wir laufen einfach mal. Vielleicht können wir uns ein bisschen entdecken. Hallo, Homora. Sehr schön. Was ist da drin? Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Tauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Triff mich das im verbotenen Wald. Excelliamus! Confringo! Incendio! Warten das gleich, was sollte ich denn dort gleich machen? Mensch! Wow, das war's.
Revelio. Okay. Komm schon hier rüber. Alter. So, raus hier. Ah. Könnte ja, kann ja gar nicht mehr viel sein. So, das kann sich wieder ein bisschen ziehen hier. Drücke einfach die ganze Zeit, irgendwann muss es mal klappen. Sehr schön. Kann ja bloß noch. Zwei. Revelio. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenzähmen. Hätte nicht mit den ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Also waren wir hier, waren wir noch gar nicht. Was ist denn hier? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mir egal, wie man in die anderen Gemeinschaftsräume kommt. Ja. Professor Fig. Warst du mal in einem Jahr? Thank you.
Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Cool. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, so Professor. Ein Fuchs. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Ich kann gar nicht zaubern. Das ist schlecht. Ey. Brauch ich ja nicht einsammeln. Hätten Sie einen Moment, Professor? Maul. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber... Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich... nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ach, wirklich? Ach ja? Warum können wir hier nicht über Tränke reden? Scheint mir in Ordnung. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht.
Fast täglich frage ich mich, warum ich... Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Hallo. Ich meine, aus dem Weg, Kinder. Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Schön die große Fresse haben jetzt. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt das eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Gut. Kurze Pause, bevor wir hier reingehen. Und mit etwas ganz und gar nicht. Mit Madame Gogawa reden. Schnurrbart?